Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft zusammen mit Dalu, Krabs und Millennia. Hallo. Hallo. Wir sind wieder in der neuen Instanz. Naja, nicht ganz neu, schon bekannt. Auch nicht. Wir müssen. Krabs war noch ein Level. Ja, wir müssen den Dicken zum Level up bringen. Das geht dir jetzt schon um einiges besser, ne? Das letzte Mal hier drin war es noch recht schwer hier durch. Ja, sind wir nicht dann auch direkt hier am Anfang gewiped? Was für viele waren? Ja, ja. Ja. Der Tank einfach zu viel gepullt. Genau. Der Tank, du kannst ja nicht zu viel pullen als eine Gruppe. Der Tank ist schuld. Da waren wir aber noch, glaube ich, zwei Level runter. Julia muss schuld sein. Ja. Warum nicht mal du? Egal, ab Level 90, nee, ab was? Ab Level 85 kann ich das gar nicht mehr hören. Kann ich so viel pullen, wie ich möchte. Passiert dann einfach gar nichts. Ah, vergiss nicht, dass du einen Jäger dabei hast, ne? Ist ja egal. DK ist ja einfach so overpowered in jeder Hinsicht. Alleine AE-Damage vom DK ist ja erstmal Death and Decay, Seuchen verbreiten und dann nur noch selber heilen und alles stirbt um dich rum. Wie gesagt, ich bin da echt gespannt drauf, wie du den dann spielst. Hofft mal, dass er den ganz gut spielt. Naja, es ist ja gut möglich, dass viele Leute einfach damit nicht umgehen können. Also ich kann mit dem gar nicht umgehen. Das interessiert wie mich dann. Hieß ah, das ist eine Gruppenheilung. Grummte Fettsack. Irgendwie kann ich eine Instanz gerade gar nicht zuordnen, wo die herkommt. Also, da war in der Mitte ein riesiger Fahrstuhl und es gab mehrere Kammern mit mehreren Bossen. Welche Raid-Instanz ist das? Du hattest vorher links und rechts einen Boss und dann musstest du in den riesigen Raum in der Mitte, da fuhr man mit dem Fahrstuhl runter, dann gab es geradeaus einen Boss, links einen Boss und rechts einen Boss. War das nicht Eiskrone? Ich wollte sagen, das war doch danach, ICC, oder nicht? Nein, danach. ICC, wüsste ich ja, ICC kennt man ja vom Aufbau her. Der erste Boss war ein riesiger Wurm, der in einem Lavabecken hängt, wo man immer nur dann ran konnte, wenn die eine Phase zu Ende war. Das weiß ich auch nicht. Kann, ja, ich, nicht kann sagen. Ich dir auch muss eine der beiden Cutter-Raid-Instanzen sein, aber nicht die letzte. Cutter war da nicht mehr. Nax? Nax ist ja nicht mehr nein, bei Cutter. Auch, also, Nax war ja Biotech. Nax war die erste von Eiskrone. Nax war sogar die letzte von Klassik. Ja. Nax Ramas gibt's ja zweimal. Oder ja. Gab es zweimal. Gab. Aber Nax war doch Biotech. Also der Würmbrecher ist da gedroppt. Das muss eine Cutter Raid Instanz gewesen sein. Eine der ersten. Mhm. Vor. Dann auf jeden Fall gab es ja da diesen Drachen, der. Wieso musste man bei dem Drachen immer in irgendeiner Phase rennen? Auf jeden Fall, den Boss konntest du als DK komplett solo, in einer Raid-Instanz, auf dem gleichen Level. Cool. Also, manche Bosse... Ist das nicht irgendwas mit O gewesen? Ops, nee. Ach, auf jeden Fall... Die Instanz war Ahnung. Auch nicht wirklich oh, groß. Ist egal, ne? Ist nicht schlimm. Nee, groß nicht, war halt ein Boss nach dem anderen. Es gab kaum Trash. Wolltest du den Boss hier im Eck nicht machen? Doch, aber erstmal wollte ich die Ratten machen. Ja, dich kann ich natürlich nicht halten, wo es außer Sicht fällt. Ich hab sie weggetrieben. Öffnet die Tore. Nö. Doch. Wo ist denn der Postbote? Na, ich weiß ja aber auch nicht, wie sie mit Mists of Pandaria den DK jetzt nochmal geändert haben, mhm. So wie alle anderen Klassen ja auch. Vielleicht ist der jetzt ja wegen Dudu. Das wird er niemals sein. Ja, genau, richtig. Ein Schurke war schon wieder Dudu jetzt. Der Paladin war zu 60er-Zeiten wieder Dudu jetzt. Ein Paladin war wichtig zu 60er-Zeiten. Ja, genau, aber der durfte nichts machen, oder? Ja, im Raid. Genau. Musste warten, bis einer stirbt. Und er war dann die wichtige Rolle, die den wieder will. Hatte auf jeden Fall eine Rolle. Ja. Da kommt noch einer. Ja, der hat den Dings da gepult. Ja, ich kann die Kisten mitnehmen. Da
da ist unser unser Postbote. Der haut mich. Geh weg. Und der Agro hat im DK auch nie Probleme, weil er zwei Taunts hat. DK ist schon klasse. Wir werden sehen. Aber am Anfang total overpowered. Ich habe ihn ja direkt am Anfang gespielt. Also als er rauskam, habe ich ja direkt einen DK gemacht. Und ja, das war auch wirklich overpowered. Und da gab es eine richtig geile Glyphe, dass Death and Decay eine Chance hat, Gegner zu fielen. Und dann hast du einfach 10.000 Mobs auf deinem Level gepullt und Death and Decay gegen die waren halt dauerhaft gefielt. Ich weiß, ich hatte, was war denn da? Ich hatte mir einen DK gemacht und war da auf Level 60 oder so oder 61 und war halt in der Scherbenwelt ganz am Anfang. Da war noch so ein mega cooler Ali Ganzler. Er meinte, der müsste da rumfliegen und die Kleinen platt machen. Der war glaube ich noch Level 70 mit seinem Equip, weil er wohl nicht weitergelevelt hat und nicht weiter gespielt hat. Ich weiß gar nicht genau, was das war. Mann, das für einer. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich den mit dem Level 60 DK weggehauen. Aber die waren doch einfach nur komplett overpowered. Ja, am Anfang schon, man hat schon viel Schaden gemacht. So krassen Schaden damit gemacht, das ist voll heftig. Dass du ein 70er, der mit seinem Raid-Equipment da ist, ja, dass du ihn da umhauen kannst. Vor allem, der wollte irgendwann fliehen und aber ist nicht, ziehst den ganzen Tag wieder zurück. Hier bleiben. Das ist cool, also das gefällt mir am DK auch. Ich habe eine Weile auch mal mit dem DK getankt, aber es war dann doch. Ich war damit so mit dem Dudu doch besser, also. War irgendwie nicht so meine Klasse, kam ich nicht mit klar. Ja, du musst. Viele Leute, das Problem ist die Guides im Internet. Ne? Diese Internet-Guides, die sind meistens von professionellen Raid-Spielern geschrieben, also ne, ausgelegt. Und die haben aber dann auch ja eine Raid-Gruppe dabei, die auf den DK ausgelegt ist. Das heißt, der DK heilt sich zwar weniger, baut aber besser Aggro auf oder sonstiges. Ich finde, man muss ein DK oder musste ein DK nur auf Selbstheilung und Leben spielen. Und du warst einfach unsterblich, weil du halt die Heilung, du hast zwar nicht den Damage gemacht wie die anderen, aber in dem Moment war das ja auch total egal gewesen, weil du bist ja nicht der Damage-Spieler gewesen, aber du warst halt unsterblich. Hm. Also ich bin grundsätzlich der Letzte, der gestorben ist immer, weil du kannst einfach nicht sterben. Ich hab nie ein DK gespielt, der hat mich nie interessiert. Ich hab meinen noch stehen auf 85, glaube ich. Vielleicht gucke ich mir den nochmal an. Und das geilste Erlebnis mit dem DK war in der Drachen-Raid-Instanz. Diese ganzen Cutter-Instanzen kann ich absolut nicht zuordnen. Auf diesem Drachentempel in der Mitte von Drachenöde ist doch auch ein Raid, oder nicht? Zumindest sieht das so aus. Quatsch, das ist da nicht. Aber wo du gegen den Drachen kämpfst, der die Hälfte der Gruppe immer, oder der alle Leute in der Gruppe immer in eine Paralleldimension schickt, weil diese Hauptdimension ja so eine Explosion abbekommt, wo alle raus müssen. Außer der den Debuff hat. Ich weiß, welchen du meinst. Irgendeiner kriegt einen Debuff, der darf die Dimension nicht wechseln und der Tank darf die Dimension nicht wechseln. Das klingt aber irgendwie schon. Letzten Endes bist du doch nicht auch auf Drachen rumgeflogen und du musst es auch gut wählen, ob du den Heiler-Drachen nimmst, den Tank-Drachen und den Damage-Drachen, oder? Das war Maligos. Das war Maligos? Nee. Warte, es gibt doch hier so was wie ein Dungeon-Finder. Kompendium, so. Das ist das Einzige, wo ich auch mit dem Fahrstuhl irgendwie. Der Drachenöde. Meinst du das irgendwie? Nein. Schlachtzüge, Drachenseele. Drachenseele. Drachenseele meine ich. Da gibt es diesen einen Boss, Ultraxion ist das, glaube ich. Ja, genau. Der gibt dir diesen Debuff, dass du die Dimension wechseln musst oder halt eben nicht. So, wenn du in der normalen Dimension bleibst, bekommst du halt mörder viel Damage.
Das heißt aber auch, du brauchst zwei Tanks für diesen Boss, weil der eine Tank, den Debuff bekommt, muss ja da bleiben und der andere muss die Dimension wechseln. Ja. So verliert er ja komplett wieder die Aggro. Und bei uns, in dem letzten Try, der für uns möglich war, ist der eine Tank direkt am Anfang gestorben und alle wollten halt aufgeben und halt wieder sagen, lass uns wipen, ist vorbei, machen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, ich tank den alleine. Und als DK kannst du den sogar tanken, dass auch wenn du den Debuff hast, du in der Dimension drinne bleibst und mit deinen Cooldowns kannst du diesen Mörder-Damage von eben, keine Ahnung, 52.000 komplett abfangen. Also du kannst das überleben. Und so kannst du halt voll lang mit dem DK spielen und den alleine tanken, was halt richtig krass war. Ja, wir hatten das auch mal, wir hatten einen Vibe, ich weiß gar nicht, wo das war, ganz am Anfang von hier links da, ne, besser. Nicht gegen getötet, in Naxxramas. Und zwar nicht der Endboss, sondern der davor. Ich weiß gar nicht, wie das war. Das war dieser große Drache. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, aber vom Namen her. Ja. Da ist auf jeden Fall der Tank krepiert und ich war halt Heiler. Oder einer mit, auch mit der Heiler. Die Heiler waren alle tot. Und es lebte nur noch ein Krieger. Und lebte noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Magier, glaube ich, noch oder so. Und ich war halt komplett leer, hatte keinen Maler mehr als Dudu, mit Dudu-Heiler. Die haben sich ganz so, komm, jetzt lass den da sterben, weil ich immer, wenn ich gerade ein bisschen Mana hatte, hab ich den wieder hochgeheilt. Und das haben wir die ganze Zeit so weitergemacht. Der Kampf ging halt noch ein bisschen länger, aber ich hatte irgendwann, habe ich auch Anregen wieder bekommen. Da war das dann auch gegessen. Dann haben wir den mit drei Mann noch gemacht. Das war lustig. Naja, Augenzeit. Kennt ihr noch Thaddeus aus Naxxramas mit Plus und Minus, was die Leute nicht verstanden haben? Ja, klar. Oh ja, da musste man erklären, stundenlang. Bis vorhin dabei eingeschlafen. Aha, und trotzdem ist man dann gewiped. Man hat es einfach nicht verstanden, warum die Leute das nicht kapieren. Ja, also das war echt übel. Habt ihr das Video vom World First Kill gesehen zu Thaddeus? Auf Heroic dann? Nee. Da haben die sich halt übelst gefreut, so weißt du, World First, halt, alle gehen halt voll ab. Und irgendeiner ruft im Hintergrund, der Debuff und alle sterben. So, also war der Boss aber schon tot. Ja, super. Alle wieder zusammengelaufen, oder was meinst du? Ja, weil alle den Boss gelootet haben. So, alle so, haben sich gefreut, rennst zum Boss und einer ruft so, der Dieb. Und dann muss man einfach, schnell looten, wenn alle tot sind, wenn noch einer erlebt oder so. Genau. Damals gab es immer Plündermeister. Ja. Obwohl, nee, Quatsch, viele Raid-Gilden, also Leute, die sich kannten in Raid-Gilden, also wenn es wirklich so intern war, die hatten ja einfach nur Plünder als Gruppe an. Und alles wurde gepasst, damit aber jeder sehen kann, was drin ist. Also jeder musste auf alles passen. Etc. Lu. Schon wieder. Ich auch gleich. Was? Level 47. Noch anderthalb Balken. Das lädt immer noch. Ich kann das noch nicht tun. Ja, mit Travis müssen wir hier noch durchbekommen. Dann haben wir auf jeden Fall zwei Instanzen. Mit 7. Ja, ich habe halt einfach nicht mehr Klamotten, ne? Ja, aber wie lange befasst du jetzt noch offen für Kästchen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann nicht mehr zählen, tut mir leid. 9 Stück. Ja, das ist doch 9. Viel. Und du, Mulania? Das ist auch nicht mehr viel, oder? Ich hab noch 7 bis 46. 7? Bis 47, 7 Kästchen, ja. Okay. Ich hab nur noch einen halben Balken, da bin ich auch noch locker. Hast du gerade Feuer gespielt? Hab ich auch einen Kopfteil oder so? Oder was? Ja, ich glaube, also wir haben 4 Stück, 4 Teile. Okay, ich hab 1, 2, 3. Ja, okay, aber wohl, ist eigentlich nur 2, weil die Waffe bringt ja nichts. Mhm.
Also jetzt an XP, XP, doch, Erfahrung. Wir haben alles bis auf die Hose, ne? XP. Ja, die Hose gibt's ja erst seit Mr. Pandaria. Ja, die Hose habe ich zwar dabei, aber tragen darf ich es halt nicht. Da, du magst einen neuen Move. Das ist ja nicht mal nice. Schwarzfels. Riefen kann man. Ja, genau. BRD. Und dann gibt's noch LBS und UBS und dann müssten wir alle haben. Mhm. Haben wir sie alle platt gemacht. Zumindest fällt mir sonst keine Klassik-Instanz gerade mehr ein. Ich glaube, es dürften dann noch alle gewesen sein. Quatsch, der verlorene Tempel. Was ist stimmt mit ach genau, Hügel der Klingenhauer? Hatten wir schon, waren wir auch alles schon drin. Ne? Ja, mit dem Skelett und der Skelettberg. Ah ja, doch. Ja, okay. Der Tempel, der versunkene Tempel, der ist ja auch so anders geworden, ne? Also sich auch verändert? Ja, früher musstest du doch oben lang und alles platt machen und so weiter. Du brauchst jetzt gar nicht mehr nach oben, du bist nur unten und machst nur ich glaube, 4 Seiten sind das, die du frei machen musst, und dann war es das schon. Hauptsache, das wird nicht zu schnell. Zu schwer. Ja, also du bist da echt in 10 Minuten, Viertelstunde bist du durch, wenn du schnell bist. Also, es ist ruckzuck. Kannst dich auf jeden Fall nicht mehr verlaufen. Ich habe ein Epic-Schwert beim Endboss gedroppt. Drachenruf oder so hieß. Ja, wenn man schon darüber nachdenkt, was für eine Zeit man investieren musste für eine Instanz. Mal passt ihr alle oder habe ich so viel Würfelglück? Ich würfel Gier. So, du hast doch nur ein Item gewonnen bis jetzt. Ich habe von den beiden. Ich hab grad das eine gekriegt. Ja, nee, die ganze Zeit davor habe ich die ganzen Items bekommen. Ich bin fast voll, ich hab fast keinen Platz mehr. Ich habe auch nur noch 6 freie Plätze. Also, das habt ihr dann, ich habe noch fast 2 Taschen frei. Ja, ich auch. Was nehmt ihr denn mal mit? Ja, ich bin alles mit, alles was gibt. Verzauberungszeug und Stoffe, ne? Die ich noch hab bei mir. Aber ich habe ja auch nur 2 Taschen, drei Taschen, 3 Nesserstofftaschen, die ich mir hier teuer kaufen musste für, weiß ich wie viel, 100 Gold. Pinunsen. Nesserstofftaschen kann ich auch noch nicht craften. Oh, ja, wann man die machen kann? Ab Scherbenwelt. Scherbenwelt, ja. Aber es ist, glaube ich, auch der höchste Skill, ne? Meine auch, ja. Oder ziemlich hoch zumindest. Aber auch dieser Beruf ist ganz schön kostenspielig. Weil du ja zwischendurch auch Leder und so einen Scheiß brauchst, wo du denkst, boah, wo jetzt herholen? Ja, weil das sind aber alle Schaub Berufe. Ja, ja. Gerade auch Ingenieur und Schmied und so weiter. Ja. Sehr teuer. Auch der Endschiffenkundler. Wie viel? Das Einzige, was immer saubillig war, war Schneiderei. Das hat man sich einfach hochgekauft. Schneider? Ja, Schneider habe ich mir immer hochgekauft. Echt? Ich ja, find's aber also auch das war locker flockig. Ich meine, ich bin ja Schneider, aber ich muss sagen, hier auf diesem Server ist es relativ teuer. Also, ja, aber im Vergleich zu Ingenieur- und Schmiedekunst sind das Pinunsen. Ja gut, das kann ich nicht nachvollziehen in dem Moment, aber... Selber eine Pinunse, bro. Das ist zu weit entfernt. Die 20-Minuten-Marke müssten wir auch schon bald geknackt haben wieder, ne? Juhu, ja, endlich vorbei. Wer ist ein Schäfchen gewesen? Ich nicht. Das Schäfchen. Dein Tier. Deine deine Hundkatze ja war ein Schaf. Ne? Der Magier. Stand, oder? Was? Das sieht man ja aber auch mittlerweile selten, dass der Magier halt stand.
beziehungsweise das Schäfchen rausholt. Ich habe zumindest Ewigkeit nicht mehr gesehen. Aber wir haben doch nicht mal einen Magier, das war ein Mob. Der macht das einfach so, Mann. Ja, so auch allgemein meine ich das jetzt. Ja, hier braucht man das ja. Guck schon wieder! Die Hundkatze ist ein Schaf! Eine rechtschaffende Kugel. Eine brave Kugel. Ich muss näher ran. Ich kann das nicht. Balthasar. Hundkatzen gehört alles ab. Ja? Nö. Ja, ich sehe halt immer nur den Fokus von dem Boss. Und er hat die ganze Zeit hin und her gewechselt zwischen Dalu und Katze. Ja, immer wenn ich den Angriff von der Katze gemacht habe. So. Dieses Fass, dann. Ja, das macht ja mal ein bisschen viel Schaden. Wenn wir auch eben den Part. Genau. Sind wir ja gerade durch. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge von WoW. Bis dahin. Oder. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss.